Ich freue mich zu übergeben an Daniel Strömer und Thomas Wolski, die mit einer Präsentation starten. Viel Spaß. Danke. Ja, guten Tag. Ich hoffe, Sie können den Bildschirm gut sehen. Genau, wir gehen nochmal so. Ja, guten Tag zusammen. Mein Name ist Daniel Strömer von der SMA Solartechnologie AG. Ich möchte Sie begrüßen zu dem Vortrag von dem Thomas Wolski und mir zum Thema PV und Smart Meter. Was geht heute, was geht zukünftig? Und freue mich mit Ihnen auch gerne im Nachgang zusammen noch in eine Diskussion steigen zu können. Wir zunächst bei der SMA, wir haben hier Ihnen Informationen mitgebracht, auch ein paar Use Cases, Datenpotenziale aus PV-Systemen. Was geht heute? Möchten wir Ihnen gerne kurz einen Einblick geben, was die SMA momentan mit den SMA Energy Data Services anbietet. Ganz kurz, die SMA, ich denke, ist bekannt als weltweiter Premium-Hersteller für Wechselrichter für die Solartechnologie. Wir sind komplett in der kompletten Energiemarktintegration unterwegs, neben dem Tarif, dem SMA-Internetportal, dem Sunny-Portal, auf das ich gleich noch eingehen werde, bieten wir eben unterschiedlichste Energiemarktlösungen an, mithin unter sozusagen auch unseren Töchtern Coneva, die hier Lösungen anbieten. So ein bisschen zu verorten, wo kommen wir her sozusagen, wo kommen tatsächlich auch die Daten her, die wir anbieten können unseren Kunden, wo man sozusagen heute schon Dienstleistungen mit abbilden kann und diese Daten natürlich sinnvoll nutzen kann, sehen Sie hier so ein bisschen aufgebaut, natürlich basierend aus dem Komponentengeschäft, wo wir eben dann natürlich über unterschiedliche Serviceprodukte auch Softwareprodukte platzieren. Und CIO hier gehört eben die größte weltweite Energiedatenplattform des NXOS, wo ich jetzt im Nachgang etwas drauf eingehen möchte. Sie sehen hier so ein bisschen, ja, unsere Plattform, das Sunny-Portal powered by NXOS. Wir haben hier weltweit, wie Sie sehen können, die roten Punkte ist so ein bisschen von der Auflösung. Sehen Sie im Endeffekt, wo hat die SMA konnektierte Daten? Wir sind hier mit einem Stand heute ungefähr 600.000 Systemen, die wir konnektiert haben, unterwegs. Wir haben hier über 200 Millionen Geräte. Wir haben hier Daten, die technisch möglich abrufbar sind im 5-Sekunden-Takt. Und dieses Portal wird tatsächlich von SMA schon seit mehreren Jahren international selber betrieben. Wir haben hier mehr Erfahrungen, sage ich mal, aus den letzten 10, 15 Jahren gesammelt. Und was man natürlich auch sieht, da werde ich jetzt im Nachgang nochmal drauf eingehen, die Wechselrichter, die sozusagen ja auch als Sensorik im Netz verortet sind, bieten hier tatsächlich über 250 Messkanäle, mit denen man natürlich unterschiedliche Dinge tun kann. Ich möchte ein bisschen drauf eingehen, weil wir natürlich gehen davon aus, dass das Publikum heute größtenteils sozusagen deutsche Anwendungen verfolgt oder auch in Deutschland aktiv ist. Habe ich hier nochmal eine Deutschlandkarte mitgebracht. Sie sehen hier tatsächlich mehr als 180.000 PV-Systeme in Deutschland, die wir hier konnektiert haben. Man sieht ganz schön die 50-Hertz-Regelzone hier. Das heißt, die Größe der Punkte sind die Größe der PV-Anlagen. Und da möchte ich Ihnen natürlich gerne aufzeigen, was für Daten kommen denn aus diesen Systemen, die wir nutzen können. Natürlich haben wir einmal das Thema der reinen PV-Erzeugung, aber dann, was natürlich auch immer zunehmend von Interesse ist, das Thema tatsächlich auch die PV-Einspeisung. Das heißt, die Differenz zu sehen zwischen Erzeugung, was passiert beim Thema Eigenverbrauch. Natürlich auch das Thema historische Daten. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass wir doch sehr lange mit der Plattform schon aktiv sind. Aber auch natürlich das Thema Batterie hier verstärkt verfolgen und so natürlich auch Möglichkeiten haben, Daten über Batteriesysteme zur Verfügung zu stellen. Und was natürlich jetzt auch einfach aufgrund der Thema Elektromobilität an Interesse zunimmt, ist das Thema Netzzustandsdaten. Also auch hier sozusagen können wir die Wechselrichter als Sensorik über eine bereits vorhandene Infrastruktur nutzen. Ja, jetzt war für uns wichtig, natürlich auch so ein bisschen aufzuzeigen, was sind da tatsächlich Use Cases. Ich glaube, es gab tatsächlich heute Morgen auch schon vielen Austausch und viele Vorträge zu diesem Thema. Wir sehen natürlich tatsächlich, wo die SMA mit ÜNBs, VNBs, aber auch heute schon Stadtwerken zusammenarbeitet, um eben diesen Themen, diesen Herausforderungen natürlich klar, glaube ich, sehr aktuell im Moment, das Thema Redispatch 2.0, aber natürlich auch Vermarktung, EEG-Strom, Bilanzierung, Netzmodellierung, das sind Herausforderungen, die bestehen und ich glaube, das ist auch unbestritten, wofür wir einfach Daten brauchen, um die Energiewende weiter voranzubringen. Und da bieten wir eben unterschiedliche Lösungen an mit den SMA Energy Data Services, wo wir diese Daten eben hochgranular zur Verfügung stellen, um eben zum Beispiel Prognosen oder auch Hochrechnungen machen zu können oder sich eben Netzzustände anzugucken, um dann natürlich als Beispiel eben sich überlegen zu können, wo platziert man tatsächlich in Trafostationen Messtechnik und wo tut man es nicht. Und da eben der Vorteil, die vorhandene Infrastruktur nutzen zu können.
Um Ihnen so ein bisschen hier nochmal ein konkretes Beispiel zu geben, Sie sehen hier eine Leitwarte eines UNBs und das ist genau der Punkt, wo wir zum Beispiel in der Vergangenheit schon angesetzt haben und Partnerschaften geschlossen haben, eben in nahezu Echtzeit diese 180.000 PV-Systeme sozusagen in Datenform, in aggregierten Datenform natürlich unter Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung den Netzbetreibern zur Verfügung zu stellen, weil wir natürlich auch möchten, dass der erneuerbaren Ausbau sozusagen volkswirtschaftlich sinnvoll gestaltet werden kann und wir hier eben diese Infrastruktur auch benutzen können. Sie sehen hier ein bisschen an dem Beispiel, wir tun das seit mehreren Jahren für den UMB Tenet. Wir haben jüngst eine Kooperation auch mit der Transnet-BW geschlossen und hier Ihnen einfach mal einen Überblick zu geben, wie denn die Datendichte ist sozusagen, wenn man wirklich in die einzelnen Netzgebiete reinkommt. Und da sehen Sie so ein bisschen schraffiert von blau bis, ich sag mal, dunkel-orange-ocker, sehen Sie tatsächlich, dass es Netzgebiete gibt, die eben dementsprechend schon eine sehr hohe Datendichte haben, dementsprechend auch natürlich, wo PV-Zubau weniger stattgefunden hat, tatsächlich auch dann weniger Daten mal vorhanden sind. Ein weiteres Anwendungsbeispiel, was wir heute schon machen, machen wir mit dem Partnernetze BW, kann ich Sie auch gerne zu einladen, gibt es tatsächlich auf der Nebenbühne heute Nachmittag auch noch einen Vortrag mit der Netze BW zusammen, wo wir uns genau dieses Thema angeguckt haben, was können wir denn tatsächlich an Wechselrichterdaten noch benutzen und sind so logischerweise auf das Thema Netzzustandsdaten gekommen. Und Sie sehen hier so ein bisschen an dem Beispiel des Postleitzahlengebietes, sehen Sie so ein bisschen, die Kreuze sind sozusagen die Trafostationen, die Netze BW betreibt. Und wir haben dann ein Mapping vollzogen, geguckt, okay, welche PV-Anlagen sind denn vorhanden im Gebiet der Netze BW und wo können wir Daten liefern. Und das sehen Sie in den roten ausgefüllten Punkten, sodass wir einfach hier ein Stück dazu beitragen können. Und das tun wir jetzt mit der Netze BW, einfach diese Daten wirklich auch in einer fein granularen Taktung direkt an Netze BW zu übermitteln, um diese Daten für die Punkte natürlich zu benutzen, wie Netzausbauplanung, Messgeräteplatzierung, um nur einige zu erwähnen. Ja, der letzte Punkt sei erwähnt, dass wir natürlich klar auch sozusagen in der Welt, wo wir bewegen, wir hatten heute Morgen auch schon immer wieder das Thema Innovation und natürlich auch die Entwicklung im Bereich der Energiewirtschaft. Das heißt, wir als SMA haben uns jüngst tatsächlich auch damit beschäftigt, ein API-Portfolio zu entwickeln, wo man eben Anlagen von uns konnektieren kann. Das sei mit der Vollständigkeit halber erwähnt, wo man eben auch die Möglichkeit hat, Third Parties anzubinden, Informationen zur Verfügung zu stellen, um somit möglichst schnell die Energiewende und sozusagen Partnerschaften mit anderen Unternehmen auch zu entwickeln und voranzustellen. Ja, abschließend möchte ich Ihnen kurz noch eine Folie zeigen, die einfach aufzeigt, was ist das Leistungsportfolio der SMA Energy Data Services. Ich glaube, da liegt tatsächlich heute in dem Rahmen hier mit Sicherheit der Schwerpunkt auf dem Thema der Prosumer-Echtzeitdaten. Hier sei eben erwähnt, die Plattform dieser Infrastruktur ermöglicht uns, Daten zur Verfügung zu stellen im 5-Sekunden-Takt. Wir haben natürlich hier den größten Datenschatz aufgrund von den PV-Systemen in der Nieder- und Mittelspannung. Und das Thema Eigenverbrauch sozusagen können wir hier eben auch abbilden. Und ich glaube, damit haben Sie einen ganz guten Überblick, was wir sozusagen Stand heute schon mit PV-Daten machen können, wo wir eben helfen, die Energiewende auch voranzubringen. Und hiermit möchte ich sozusagen an den Kollegen von der PPC übergeben. Thomas, ich gebe dir das Wort und du sagst mir, wenn ich die Folie wechseln soll. Wunderbar, Daniel, vielen Dank. Ich glaube, wir haben gerade einen super Einblick gekriegt, was heute alles schon geht in den Netzen und was aufgrund des langjährigen PV-Zubaus in Deutschland doch auch möglich ist, ganz einfach. Das ist die Energiewende, wie sie stattfindet. Und es soll ja nicht nur um den Stand heute gehen, sondern auch um den Stand morgen. Vielen Dank für die tolle Vorbereitung. Mein Name ist Thomas Wolski, ich bin bei PPC für Marketing und Produktmanagement zuständig. Und wenn wir mal jetzt reingucken, wer ist PPC für die, die PPC noch nicht kennen? Wir stellen Smart Meter Gateways her. Das ist ein Teil von dem Smart Meter sozusagen, der jetzt gerade in Deutschland ausgerollt wird. Und was das mit PV-Anlagen zu tun hat, ich glaube, da gucken wir jetzt gleich mal zusammen rein. PPC stellt eigentlich ausschließlich diese Smart Meter Gateways und Warnkommunikationssysteme her. Wir liefern die an die großen und kleinen Energieversorger in Deutschland und sind eigentlich ein kleines Technologieunternehmen, das rein fokussiert ist auf dieses Thema intelligente Messsysteme, Smart Meter Gateways für die Energieversorgung. Wenn du kurz weitergehen könntest, bitte. So, genau, die Smart Meter Gateways sind in Deutschland im Rollout. Das ist jetzt nichts, was kommen wird, sondern die sind schon da, zumindest teilweise, schrittweise. Sie sehen, die Karte ist noch nicht ganz so dicht wie die bei SMA, aber wir sind auch noch nicht ganz so lange im Rollout wie die SMA mit den PV-Anlagen.
man sieht, sie kommen bei den Energieversorgern jetzt schrittweise ins Feld und ermöglichen dann schrittweise nicht nur die Zählerauslesung und die Datenübertragung, sondern halt auch noch viel mehr. Und ich glaube, da ist das eigentlich das Spannende, wo wir jetzt mal reingucken. Genau. Wir haben in Deutschland die Energiewende und das ist das, was passiert ist in den letzten 30 Jahren. Wir haben sehr, sehr viel Photovoltaik, Windkraft und andere Technologien ausgerollt. Wir stehen vor den großen Herausforderungen, dass wir von den zentralen Kraftwerken zu Erneuerbaren wechseln, zu dezentraler Erzeugung, zu flexiblen Lasten idealerweise. Und das bedeutet auf einmal, dass wir statt einer Handvoll oder mehrere Handvoll von Großkraftwerken auf einmal eine Vielzahl, und wir haben ja gerade gesehen, wie viele allein SMA in Deutschland hat an PV-Anlagen, in das Netz integrieren müssen und steuerbar machen, damit in Deutschland nicht das Licht ausgeht. Und parallel dazu, Daniel, wollen wir halt diese Smart Meter aus. Wir wechseln von den Ferraris-Zählern, die sich jetzt die letzten 100 Jahre in Deutschland bewährt haben, zu einem intelligenten Messsystem, wie es so schön im Regulierungsdeutsch heißt, zu einem Smart Meter mit Datenanbindung, die hochsicher sein muss, weil wir wollen nämlich dafür sorgen, dass die Energieversorgung in Deutschland auch nicht angreifbar wird und bleibt. Und das ist unser Thema, wenn wir kurz weitergehen könnten. Wir wollen jetzt in Deutschland parallel zu dem Rollout der Erneuerbaren und der dezentralen Kraftwerke halt auch wirklich die Smart Meter GPS aus. So, wenn die Animation durch ist, dann gucken wir mal die Details an. Genau, das ist jetzt das, was den Verbraucher zu Hause erwartet. Das ist das, was bei mir zum Beispiel im Keller schon installiert wurde. Ein Zähler, ein neuer Zähler, der jetzt nicht mehr schwarz, sondern meistens grau ist, der genauso wie der Ferraris-Zähler die meinen Verbrauch erfasst und vielleicht auch noch ein paar mehr Daten für den Energieversorger bereitstellen kann. Und es kommt dazu, dann als Kommunikationseinheit ein Smart Meter Gateway. Das ist dafür da, dass in Echtzeit die Daten erfasst werden können. Und zwar nicht nur die Zählerdaten, sondern halt auch die Daten von anderen dezentralen Erzeugern und Verbrauchern. Und die sicher dem VNB zur Verfügung, zu dem Verteilnetzbetreiber zur Verfügung gestellt werden können. Aber auch anderen Parteien. Und was ganz, ganz wichtig dabei ist, es geht nicht darum, dass wir Daten jetzt erfassen und einfach permanent aus dem Haus heraus streamen an die ganze Welt, sondern dass man niedergeht, wir soll Datenschutz und Datensicherheit gewährleisten. Das heißt, in der Definition des Standards und in der Zertifizierung wird massiv darauf geachtet, dass sowohl dass die Daten sicher sind und dass die niemand angreifen kann, aber auch, dass die Mechanismen darin implementiert sind, dass ich als Privatkunde zum Beispiel meinen Verbrauch mir in Echtzeit angucken kann. Der Energieversorger aber, bei dem ich einen Tarif habe, der heute eigentlich nur bedeutet, dass er einmal im Jahr bei mir abrechnet, dann auch nur einen Wert bekommt über meinen persönlichen Verbrauch. Parallel dazu kann so ein Messgerät in der Zustandsdaten, wie zum Beispiel die Frequenz, erfassen und die der Marktrolle Verteilnetzbetreiber dann zur Verfügung stellen, damit er sein Netz regeln kann. Das heißt, meine Verbrauchsdaten bleiben geschützt. Der Netzbetreiber kann steuern und regeln. Das ist die Aufgabe des Smart Meter Gateways. Und die gewährleistet sie auch. Und jetzt gucken wir mal rein, wie das Ganze funktioniert. Das Smart Meter Gateway hat sozusagen vier Domänen, in die sie kommuniziert und aus denen sie Daten einsammelt. Ich habe auf der einen Seite das Zählernetzwerk, das Local Meteorological Network, in dem sozusagen meine Verbrauchsdaten erfasst werden. Diese werden sicher im Smart Meter Gateway gespeichert und dann meinem Energieversorger, dem Vertrieb des Energieversorgers, zur Verfügung gestellt. Ich habe die Schnittstelle HAN, Home Area Network. Das ist die Schnittstelle, an der ich privat meine Daten direkt abgreifen kann am Smart Meter Gateway, überprüfen kann, ob das Ganze auch seine Richtigkeit hat und auch nachprüfen kann, dass die Daten so an die entsprechenden Marktteilnehmer über das Wide Area Network weitergeleitet werden, wie ich das möchte und wie ich dem eingewilligt habe. So, und jetzt kommt die letzte Schnittstelle dazu. Und das ist nämlich das, was den Begriff Smart Meter so ein bisschen fehlerhaft macht. Weil wir reden nämlich über deutlich mehr als nur messen. Wir reden über Steuern und Regeln. Deswegen gibt es diese Controllable Local Systems Schnittstelle an den Smart Meter Gateways, die dafür da ist,
andere Anwendungen anzuschließen. Und das kann jetzt eine PV-Anlage sein, das kann ein BHKW sein, das kann eine Ladesäule sein. Das kann aber auch zum Beispiel das ein ganz anderer Dienst sein, der, was weiß ich was, die Fahrstuhlüberwachung vom Gebäude oder. Die Schnittstelle ist offen, sie ist standardisiert und sie stellt einen sicheren Kommunikationskanal zur Verfügung. Jetzt gibt es natürlich alle die sagen, das geht ja heute schon. Aber was es heute nicht gibt, ist sozusagen eine standardisierte Schnittstelle in jedem Gebäude, sondern es gibt heute eine individuelle Lösung, die mit den Anwendungen entweder kommt oder nicht kommt. Und da gibt es natürlich super Beispiele, die hervorragend funktionieren, und es gibt auch ganz andere in dem Markt. Ja. Man konnte ja bisher, in dem Bereich gab es keine Regulierung, keine Vorgaben, wie sowas zu lösen ist. Und mit dem Smart Meter Gateway und dem Rollout kommen jetzt halt auch die Regeln, wie das Ganze zu nutzen ist. Genau. Wie funktioniert das Ganze jetzt, wenn wir eine PV-Anlage hätten? Also die PV-Anlage spricht heute nicht Smart Meter Gateway und kann sich auch Stand heute erstmal nicht standardmäßig mit so einem Smart Meter Gateway verbinden. Dafür gibt es dann die Möglichkeit, sogenannte Adapter oder Gateways einzusetzen, die dann die sichere Kommunikation mit der Kommunikation der PV-Anlage verbinden. Die Daten werden dann genauso, wie das bisher der Fall ist, über ein Wide Area Network, über ein Mobilfunknetz, über eine Festnetzverbindung an den entsprechenden Diensteanbieter übertragen. Und im Gegensatz zu vorher ist es halt so, dass das Smart Meter Gateway sichere Kommunikationskanäle zur Verfügung stellt. Das heißt, all diese Kommunikationskanäle werden von einer neutralen Marktrolle, dem sogenannten Gateway-Administrator, administriert. Das heißt, der spielt einmal den Smart Meter Gateway die sogenannten Kommunikationsprofile ein, in denen dann halt festgelegt wird, dass sich die PV-Anlage mit dem entsprechenden Anbieter der Dienste verbinden darf und dass ich als Besitzer der PV-Anlage dem auch zugestimmt habe. Also da ist eine ganz neue Marktrolle im Energiemarkt, der ja sowieso schon hochreguliert ist und strukturiert ist, eingeführt worden, die dafür sorgen soll, dass dieser Rollout halt auch gleichen Rechten für alle und gleichen Pflichten für alle abläuft und dass die Smart Meter Gateways halt neutral diese Dienste zur Verfügung stellen. Das heißt, die PV-Anlage könnte auch eine Ladesäule sein. Da gilt es dann natürlich, andere Daten zu übertragen, weil es dann um den Ladezustand eventuell geht. Und der Adressat, der Empfänger der entsprechenden Informationen ist dann vielleicht der Ladesäulenanbieter oder der Automobilhersteller oder auch eine andere Partei oder alle gleichzeitig. Also wie man sieht, ist dieses Thema Steuerung und Dienste nach hinten in verschiedene Richtungen offen. Und das ist das Thema. Wir haben einen sicheren Datenkanal, der end-to-end verschlüsselt dafür sorgt, dass Daten zur Steuerung und Regelung übertragen werden können an die verschiedenen Parteien. Der Verteilnetzbetreiber bekommt die Netzzustandsdaten. Der Autohersteller bekommt Daten aus dem Kfz oder von der Ladesäule. Und der Energieversorger bekommt den Energieverbrauch, den er dann halt auch bei mir nachher wieder abrechnen möchte. Und all die Parteien bekommen unterschiedliche Datensätze zur Verfügung gestellt, aber auch nur diese Daten, nicht jetzt das komplette Datenset. Das ist diese Prozesskette, wie sie Stand heute funktioniert. Also wir haben das mit verschiedenen Anbietern auch schon im Feld implementiert. Und wenn man jetzt nochmal weiter guckt, wie entwickelt sich das Ganze? Wir haben sozusagen auf der einen Seite das Smart Meter Gateway, das die Datenkommunikation zu den Messstellenbetreibern, zu den Verteilnetzbetreibern, zu den Übertragungsnetzbetreibern und den ganzen neuen Parteien im Energiemarkt zur Verfügung stellt. Das jetzt eine Techem ist, die heute früh oder in den letzten Wochen angekündigt hat, dass sie in den Strommarkt mit einsteigt und das Smart Meter Gateway als Hub für ihre Wärmeabrechnung nutzen möchte. Dass ein Ladesäulenanbieter ist oder, wie gesagt, ein ganz anderer Diensteanbieter. Sie alle können diese Kommunikationsinfrastruktur nutzen und an der CLS-Schnittstelle, an dieser Controllable Local Systems-Schnittstelle, dann ihre Anwendungen anschließen. Und das Smart Meter Gateway sorgt für einen sicheren Kanal. Also Sie sehen jetzt schon, wir als PPC, wir stellen keine Dienste zur Verfügung und wir erzeugen keine Daten, sondern wir übertragen über die Infrastruktur Daten für verschiedenste Parteien. Und das ist die Zukunft. Die kommt jetzt mit dem Rollout der intelligenten Messsysteme in Deutschland ins Feld und gilt es genutzt zu werden. Das ist eigentlich das ganz, ganz große Thema.
Und wie das funktioniert, das erproben wir gerade nicht nur in verschiedensten Projekten und in dem Rollout natürlich. Es entwickelt sich auch parallel weiter. Also wir haben heute früh schon die Diskussion gehört über das EEG und die EEG-Novelle. Welche Anlagen müssen wann angeschlossen werden an das Smart Meter Gateway? Diese Entscheidungsvorlage liegt gerade im Parlament. Da warten alle beteiligten Parteien jetzt darauf, dass entschieden wird, ab wann welche Anlagen anzuschließen sind an diese Infrastruktur und welche Anlagen vielleicht auch nicht. Das Wichtige dabei ist, dass wir halt in Deutschland sozusagen diese Wende schaffen. Ja, also von verteilten Anlagen, die sehr, sehr viele Daten erzeugen können und die halt auch sehr, sehr viel Sinn machen, hin zu einem steuer- und regelbaren Energienetz, das halt auch in den Verbund eingebunden ist und nicht nur Energie erzeugt, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Also da ist halt das Thema, die Energiewende zum Gelingen bringen, über eine sichere Kommunikationsinfrastruktur. Und das Messen, Steuern und Regeln, das ist dann halt sozusagen die Basis dafür und die soll halt sicher ablaufen über die Vorgaben des Smart Meter Gateways und des Rollouts. In der Folie, Daniel, wäre jetzt noch der Gateway-Administrator, genau. Es ist eigentlich immer noch mal ganz wichtig zu sehen, dass das jetzt nicht eine Infrastruktur ist, die ein einzelner Anbieter irgendwie in Deutschland ausrollt und dann individuell bestimmen kann, was damit passiert oder nicht, sondern das sind die Verteilnetzbetreiber, die Messstellenbetreiber, die diese Infrastruktur in Deutschland ausrollen als grundzuständige Messstellenbetreiber. Und die dann in der Verantwortung sind, das neutral allen Parteien zur Verfügung zu stellen. Genauso wie das Stromnetz ja heute auch eine Infrastruktur ist, über die jeder Energieversorger Daten übertragen kann. Und dasselbe gilt dann auch zukünftig für die Smart Meter Gateways. Das ist eine Infrastruktur, die neutral allen Parteien zur Verfügung steht. Und der Gateway-Administrator hat nicht die Rolle, jemanden den Zugang zu verweigern, sondern er muss allen berechtigten Parteien den Zugang gewähren, der ihnen zusteht und zu dem ich als Endkunde, und das ist mir ganz, ganz wichtig dabei, mein Opt-in gegeben habe. Also nicht die Daten fließen aus meinem Haus einfach ab und jeder in der Welt greift sich sie, sondern hier haben wir eine Lösung, die Datenschutz und Datensicherheit von Anfang an mit implementiert hat und jetzt dann halt auch ins Feld hineinbringt. Ja, das gilt insbesondere, wenn man den Unterschied macht zu so Smart-Meter-Rollouts, die dann weltweit in verschiedenen Ländern aufgemacht wurden, wo es teilweise tatsächlich so war, dass Energieversorger einfach die Daten rausgezogen haben und auch aufgrund unterschiedlicher Datenschutzregeln in den jeweiligen Ländern diese Daten dann halt genutzt haben, um neue Dienste zu entwickeln oder aber auch, um die Daten, was weiß ich, zu kommerzialisieren. Das ist in Deutschland in der Form nicht möglich. Das lässt diese Infrastruktur auch nicht zu. Das ist eigentlich für jeden Privatkunden, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig zu wissen, dass das eine andere Lösung ist. So, und kommen wir jetzt mal zum Schluss. Was geht heute schon? Es ist eine neue Technologie, das muss man ganz klar sagen. Wir mussten uns alle umstellen. Nicht nur die Gateways mussten entwickelt werden und zertifiziert werden. Auch alle die, die dieses Energienetz nutzen und die diese Infrastruktur nutzen wollen, mussten natürlich ihre Infrastruktur teilweise anpassen und lernen, mit den neuen Mechanismen und Regeln umzugehen. Und das ist jetzt ein sehr, sehr schönes Beispiel, bei dem wir von den Übertragungsnetzbetreibern, also die, die die Hochspannung- und Höchstspannungsnetze in Deutschland steuern, also in dem Fall die Transnet BW, und einem regionalen Energieversorger und einem Stadtwerk, über diese verschiedenen Ebenen der Energienetze bis hinunter zu einer dezentralen Anlage es geschafft haben, sozusagen diese Steuer- und Regelmechanismen dann halt auch mal wirklich in der Praxis umzusetzen und zu zeigen, dass das Ganze funktioniert. Das ist jetzt nur ein einziges Beispiel. Das haben wir in einem der großen geförderten Syntec-Projekte in den vergangenen Jahren schrittweise aufgebaut und jetzt auch erfolgreich abgeschlossen. Und damit kann halt jetzt ein Übertragungsnetzbetreiber wirklich, wenn er Probleme auf der Übertragungsnetzebene sieht, Regelkommandos bis nach unten durch auf die lokale Ebene geben, die dann zum Beispiel sagen, okay, also in dem Netzbereich die Einspeisung von aus Erneuerbaren runterfahren oder aber auch jetzt wieder hochfahren, um zu gewährleisten, dass die Energienetze in Deutschland in Summe sicher bleiben und dass die Erzeugungskapazität, die ja aus Photovoltaik und aus Wind sehr, sehr groß ist, auch sinnvoll eingesetzt wird, ja, und nicht aufgrund von Regelmechanismen oder nicht vorhandenen Informationen ganz einfach abgeregelt wird, obwohl die Energie vielleicht gebraucht werden könnte oder gut kommerzialisiert werden könnte. Das sind jetzt eigentlich die Themen.
Daneben gilt es natürlich auch auf der Hausebene, auf der Ebene, auf der SMA besonders aktiv ist, da sehr, sehr viel Neues zu implementieren, sprich Photovoltaik für die Elektromobilität oder für in den Speicher zu laden, wenn er nicht im Netz gebraucht wird, aber das nicht zu machen, wenn er im Netz gerade verwendet wird. Da gilt es, neue Mechanismen einzuführen, die zwischen den Netzbetreibern und den Lösungsanbietern halt dafür sorgen, dass ich als Endkunde, als Besitzer der Anlage vielleicht auch besser davon profitieren kann, als das heute der Fall ist, dass die Erneuerbaren besser integriert werden und dass das Energienetz parallel stabil bleibt und wir die Versorgungsqualität, die wir in Deutschland haben, dann auch wirklich weiter, ja, dass sie genauso hoch bleibt, weil höher werden, besser werden kann sie eigentlich fast nicht mehr. Das ist ein Zustand, um den uns die halbe Welt beneidet und das sollten wir eigentlich auch tun, ist aufrechterhalten. In diesem Sinne, wir haben hier ein sehr, sehr großes Potenzial und wir bringen die Sachen zusammen. Das funktioniert technisch hervorragend. Es gilt sicherlich auch noch, neue Geschäftsmodelle in dem Bereich zu entwickeln. Da ist noch nicht alles fertig, ja, und wir müssen jetzt schrittweise nach vorne entwickeln. Das wird alles nicht bis morgen passiert sein, aber es gibt ja auch den Rollout-Pfad, der bis 2032, glaube ich, aktuell geschrieben ist, um den ganzen Prozess für alle beteiligten Parteien sinnvoll zu machen. Und wir freuen uns darauf, dass wir mit den Partnern hier an dieser Energiewende so zusammenarbeiten, an den Rollout auch nach vorne bringen und die verschiedensten Themen, die da jetzt parallel passiert sind, jetzt schrittweise zusammenzubringen. In diesem Sinne bin ich, glaube ich, am Ende angekommen. Ich glaube, wir haben Ihnen so ein paar Einblicke geben können, was eigentlich Stand heute schon geht und wie das Ganze in der Zukunft weitergehen soll. Ich glaube, die wichtige Message ist dabei, es wird weiterentwickelt, es wird weiter nach vorne gehen und es wird nichts zurückgefahren. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt dabei. Danke. So, und ich würde jetzt sagen, wenn wir... Also ich bin am Ende angekommen, Daniel. Wir haben ja danach jetzt noch die Diskussion, das Diskussionsforum offen. Da sind wir dann für Fragen und Kommentare auch ansprechbar. Ich freue mich drauf, bin echt gespannt. Genau, sehr gerne. Und wird an dieser Stelle dann das Thema für jetzt beenden. Robert, übernimmst du? Ja, Thomas, Daniel, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, es war halt auch ein wichtiges Signal in der öffentlichen Debatte, eben zu zeigen, dass wir mit dem Datenschatz aus unterschiedlichen Quellen eine Menge anfangen können. Dass es eben, wenn es um Prognosen, um Netzzustandsprognosen, um die Erzeugungsprognosen geht, wichtig ist, das jetzt zu entwickeln und zu nutzen, damit wir eben künftig eine Vollversorgung aus erneuerbaren Energien zuverlässig hinbekommen. Euer Beitrag hat schon sehr viel Aufmerksamkeit im Chat erfahren. Hier auch die Einladung, durchaus noch weitere Fragen zu stellen. Ich gehe jetzt die Fragen einzeln durch. Die erste Frage, auf welchen Netzebenen bringen denn die Daten, die ihr beide eben beschrieben habt, einen zusätzlichen Nutzen? Also die Frage nach den Netzebenen. Daniel, magst du anfangen? Oder? Ja. Also genau, aufgrund der, sagen wir mal, der Historie bei der SMA sind die Daten, die wir hier anbieten können, vor allen Dingen auf der Nieder- und Mittelspannung, was einfach natürlich aufgrund des historischen Zubaus stattgefunden hat, sodass unsere Datenbasis sehr stark ist, sage ich mal, um eine Vorstellung zu geben, bis Systeme bis 100 Kilowatt Peak, aber tatsächlich auch bis 1 MW und darüber. Aber um die Frage konkret zu beantworten, hauptsächlich Nieder- und Mittelspannung. Und wenn man die dann aggregiert, dann sind sie natürlich auf einmal für die Hoch- und Höchstspannung auch interessant, ne? Weil die ja dann als Regelzonenbetreiber dann halt diese aggregierten Daten benötigen, um dann halt ihre Regelzonen auch entsprechend zu managen, ne? Also da kommt jetzt halt genau das Thema Aggregierung, ja, von den verschiedenen Ebenen nach oben hoch, um dann halt, ja, auf lokaler Ebene die Spannungshaltung und zu unterstützen zum Beispiel. Absolut. So sind wir auch gestartet mit den ersten Use Cases, hat man ja gesehen, genau. Und so letztlich werden sie dann auf der Höchstspannung auch eingesetzt gerückt. Die nächste Frage, Daniel, die richtet sich an dich. Sehr spannend auch.
wird der SMA-Anlagennutzer an den Gewinnen, die aus der Verwertung von Daten möglicherweise entstehen können, denn heute oder in der Zukunft beteiligt? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was ich dem gerne vorwegstellen möchte, ist ganz selbstverständlich natürlich sozusagen informieren wir natürlich die Anlagenbetreiber über das, was wir tun. Dazu sind wir ja verpflichtet. Das heißt, es ist unseren Nutzungsbedingungen verankert sozusagen, dass der Kunde sozusagen hier ganz klar informiert darüber ist, was wir tun. Ich denke, das ist heutzutage unter Datenschutzgesichtspunkten ein ganz wichtiger Aspekt. Und der zweite Punkt dieser Frage ist, am Ende des Tages ist es so, dass wir uns bei SMA ganz klar das Ziel gesetzt haben, warum haben wir diese Data Services aufgesetzt? Also wir möchten ganz klar als oberstes Ziel erstmal den Ausbau der erneuerbaren Energien unterstützen. Ja? Und wenn man so möchte, partizipiert natürlich auch der Anlagenbetreiber davon, sozusagen, dass wir hier vorhandene Infrastruktur nutzen, um das einfach auch volkswirtschaftlich sinnvoll abzubilden und zu sagen, ja, in diesem Ausbau, in dem wir uns momentan gerade befinden, einfach das zu tun mit Partnern, Netzbetreibern, was diese Energiewende sozusagen mit vorantreibt. Und das ist für uns das, wo wir die Kunden partizipieren lassen und sagen, okay, an diesem Punkt bieten wir das an und es ist uns einfach wichtig, dass wir da unseren Teil dazu beitragen, dass einfach noch mehr Erneuerbare ausgebaut werden können. Ja, Thomas, vielleicht auch an dich. Also es ist natürlich klar, du bewegst dich mit dem Smart Meter Gateway erstmal im gesetzlich streng regulierten Bereich, aber über Zusatzdienste, Mehrwertdienste könnten möglicherweise auch Geldflüsse generiert werden. Ist das bei euch auch schon Thema? Also bei uns als Gerätehersteller nicht, aber bei unseren Kunden, den Nutzern der Smart Meter Gateways, ist das natürlich ein Thema, dass die sich angucken, wie kann ich die Infrastruktur, die jetzt aufgebaut wird, dann halt auch schrittweise für andere Dienste nutzen. Da gibt es verschiedenste Projekte, wie gesagt, also von dem Anschluss der Elektromobilität bis zur Fahrstuhlüberwachung. Wir haben im Gebäude eine Vielzahl von Diensten und Potenzialen, die aktuell Stand heute entweder gar nicht aus den Immobilien herauskommen, weil es dafür keine Kommunikationsinfrastruktur gibt, weil es kein Gebäude-IP-Anschluss, also ein Gebäude hat keinen Anschluss. Ich als Privatkunde habe in meiner Wohnung heute einen Internetanschluss, aber das Gebäude an sich in der Regelfall nicht. Und da gibt es von Feuchtigkeitssensoren im Gebäude, wie gesagt, das ganze Thema Submetering, das sind alles Themen, die nicht in diesem regulierten Messentgelt und in dem regulierten Rollout jetzt erstmal verpflichtend sind, sondern die diese Infrastruktur nutzen können. Ja, und da gibt es jetzt halt ganz verschiedenste Ansätze. Am Ende des Tages kann jeder, der einen Dienst anbietet, diese Infrastruktur zukünftig nutzen, mit dem Vorteil halt, dass er halt jetzt dann nicht mehr eine individuelle Lösung in jeder Immobilie bauen muss, sondern damit dann halt eine standardisierte Schnittstelle, ein standardisiertes Protokoll hat und damit seinen Dienst dann deutschlandweit auch anbieten und über einen sicheren Kommunikationskanal übertragen kann. Also ich sehe vor allem da immer wieder den Nutzen auch, wo es darauf ankommt, dass die Daten halt nicht unverschlüsselt oder über einen ungesicherten Router oder wie auch immer laufen. Gerade wenn ich jetzt dieses Thema Ambient Assisted Living, also sprich, wie sorge ich dafür, dass ältere oder auch jüngere Menschen, die vielleicht Unterstützung brauchen, zu Hause länger leben können und nicht in ein betreutes Wohnen gehen müssen. Da redet man sehr, sehr viel über Sensoren, die dafür sorgen, zum Beispiel, dass ein Sturzsensor da ist, wenn jemand fällt, dass diese Daten rausgehen oder auch dafür sorgen, einfach Bewegungsdaten zu übertragen, nicht um denjenigen zu überwachen, sondern aufgrund der Bewegungsdaten zu wissen, naja, demjenigen geht's gut, der ist in seiner täglichen Routine, der bewegt sich in der Wohnung und dementsprechend dann kein Alarm aufzulösen, also so eine Totmannschaltung am Ende des Tages. Und das sind natürlich Daten, die möchte man jetzt nicht über irgendwelche dubiosen Server laufen lassen, sondern das sind Daten, bei denen natürlich auch Datenschutz und Datensicherheit einen hohen Wert haben. Und da sehe ich die Potenziale drin. Daniel, dann noch eine Frage an dich. Ich verknüpfe hier zwei Fragen. Zum einen, wie werden Wetterdaten in die Prognosen mit eingebunden? Wie ist da der Stand heute? Und wie ist denn das Zusammenspiel zwischen Wechselrichter und intelligentem Messsystem? Wird die Bereitstellung von Daten künftig auch möglicherweise über das intelligente Messsystem laufen? Mhm.
Also zwei, genau, sind zwei Fragen. Also zur ersten Frage ist es so, dass wir natürlich aus der Richtung Energiemanagement, aber zunehmend natürlich auch dem Thema Energiemarktintegration, ja, auch bei SMA sehr viele Wetterdaten verarbeiten. Allerdings ist das in vielerlei Fällen auch tatsächlich momentan, liegt das bei unseren Partnern, mit denen wir sozusagen auf den Daten arbeiten, die dann sozusagen die Wetterkompetenz auch mitbringen, ja, wo wir das in Kooperation machen. Aber natürlich auch hier zunehmend sehen, klar, für die Daten, die wir intern benutzen, dass wir diese eben mit Wetterdaten versehen und dann eben natürlich auch dementsprechende Prognosen machen zu können, selbstverständlich. Der zweite Punkt ist natürlich klar, dass das ist unser Ziel. Ja, also wir glauben einfach ganz klar daran, dass wir hier einfach den Schritt gemeinsam gehen können. Ja, dass wir sozusagen natürlich auch diese fahrende Infrastruktur einfach in Zukunft auch nutzen können, um einfach hier auch einen Brückenkopf zu bieten. Ja, sozusagen auch, Thomas, du hast es eingangs erwähnt, ne, der Plan bis 32, wo wir sagen können, ja, wir können aber heute schon Dinge tun. Ja, das heißt, unabhängig davon sozusagen, ist natürlich auch ein politisches Diskussionsthema, inwieweit man gerade ja sozusagen auch mit den intelligenten Messsystemen in die Bestandsanlagen runtergeht bis 1 kW. Also wir können heute ab 1 kW sozusagen bei den Anlagen, die wir konnektiert haben. Und ich glaube, hier kann man gemeinschaftlich vorangehen. Ja, ich glaube, das ist definitiv im Sinne. Und ich glaube, das Zielbild, was wir ja alle verfolgen, ist am Ende des Tages das Gleiche. Ja, wir wollen die Energiewende. Wir wollen das volkswirtschaftlich sinnvoll gestalten. Und dementsprechend glauben wir hier einfach, dass man aber auch nicht warten muss sozusagen, sondern wir können heute schon gemeinsam vorangehen. Ja, ich glaube, das ist die Aussage.